hast du schon wieder dein Kostüm nicht an. Du weißt schon, dass gute Leute frieren, wenn sie aus ihrer Rolle fallen, oder? Ja, natürlich war das gut Spaß. Aber im Ernst, mit Blaumlegern lassen sie einige leichter. Da ist ein neuer Element. Nein, ich glaube nicht, dass du dieses Mal funktioniert. Irgendwas ist da. Überraschungen für unseren Besucher vorbereiten. Du findest bestimmt allein raus.
Warnung. Scanne. Ich hätte gedacht, dass du es so weit schaffst. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Tricks und Illusionen weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Als die Bomben fielen, hat sich alles verändert. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Hoch! Was du auch tust, ich kann meine Freunde heilen und wir werden beschützen, was uns gehört.
nach oben. Vierter Stock. Ihr Raider seid alle gleich. Ihr kommt zu jemandem nach Hause, stehlt seine Besitztümer und tötet die, die er liebt. Ich lasse nicht zu, dass du noch einen meiner Freunde tötest. Das ist unser Zuhause, nicht deins. Ich bin nicht euer Feind. Das kann ohne weiteres Blutvergießen enden. Wir verteidigen diesen Ort seit mehr als 200 Jahren. Glaubst du, vor dir hätte noch niemand wilde Ghule als Monster abgestempelt? Wie viele von ihnen hast du ohne Not abgeschlachtet? Weil du dummerweise dachtest, du tätest der Welt einen Gefallen? Seit 200 Jahren seid ihr hier? Warum? Wir haben die Leute unterhalten, bevor die Bomben fielen. Die Strahlung hat uns verändert, aber dieser Ort ist unser Zuhause geworden. Mit der Zeit hat die Krankheit meinen Freunden und denen, die wir lieben, den Verstand geraubt. Ich werde ein Heilmittel für meine Freunde finden, bevor jemand wie du vorbeikommt und uns alle vernichtet. Streiten bringt nichts mehr. Geh einfach. Ich würde ja gehen. Habe aber versprochen, diesen Ort zu beschützen, bis Rachel ein Heilmittel findet. Meine Liebste ist vor Jahren losgezogen, um ein Heilmittel zu finden. Und ich habe geschworen, unser Zuhause zu verteidigen und für die Sicherheit zu sorgen. Wenn Rachel mit dem Heilmittel wieder durch diese Tore kommt, wirst du sehen, werden alle sehen, dass ich recht hatte. Was, wenn sie nie zurückkehrt? Wie lange willst du denn warten? Ich werde so lang hierbleiben, wie es dauert. 200 Jahre sind schon vergangen. Warum glaubst du, dass ich nicht nochmal so lang warten kann? Wenn es ein Heilmittel gibt, kann sie es nur mit deiner Hilfe finden. Vielleicht hast du recht. Wenn Rachel noch da draußen ist, finde ich sie. Dann suchen wir gemeinsam nach dem Heilmittel. Ich sammle die Überreste meiner Freunde und wir überlassen diesen Ort deiner Obhut. Keine Sorge wegen der Strahlung. Die wird dich und deine Leute nicht mehr schädigen. Hier, nimm das. Als Entschuldigung dafür, dich falsch eingeschätzt zu haben. Leb wohl.